Eine Hochzeit ist immer ein Grund zur Freude. Vor allem, wenn es die des eigenen Sohnes ist. Aber wer meine Familie kennt, weiß, dass selbst der schönste Tag im Leben... ...nicht vor ihr sicher ist. 100 days, 100 nights, and no one man. Liebe Trauergemeinde, wir sind zusammengekommen, Abschied zu nehmen von Edgar Maria Schulze. Mit Edgar verlieren wir nicht nur einen Freund, sondern auch einen aufopferungsvollen Vater, liebevollen Ehemann. Mama, geht's dir nicht gut? Brauchst du ein Taschentuch? Du weißt, wenn du Halt brauchst, du findest immer ein offenes Ohr bei Herrgott. Quatsch! Den einzigen Halt, den Ilse jetzt braucht, der liegt auf dem Boden einer guten Flasche Gin. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Eines Morgens wachst du nicht mehr auf. Mein herzliches Beileid. Die Vögel singen, wie sie gestern sangen. Ja. Tut mir leid, Rolfi! Rolfi! Du bist extra aus Amerika gekommen? Ja, ich musste doch Opa verabschieden. Die Rechnung für die Flugtickets habe ich natürlich auch dabei. Das ist mein Junge, Gundula. Ich kann dich wunderbar von der Steuer absetzen, dass du daran gedacht hast. Wie ich mich freue. Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. Nur... Ich bin so traurig. Du bist fortgegangen. Ich freue mich so. Du bist nun frei und unsere Tränen wünschen dir... Traurig. Glück. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Sei traurig, Spaß, das ist eine Beerdigung. Alter, ich muss üben. Mama, wenn du dich kurz ausruhen möchtest in dieser schweren Stunde. Hm. Oder beten. Oder beten. So ein Schlag aber auch, gerade in deinem Alter. Hadi, jetzt lass doch die Mutti mal einen Bissen Kuchen essen, ohne sie ständig zu bemuttern. Gundula, das ist wieder typisch. Die braucht uns jetzt, mehr denn je. Ich danke euch, dass ihr hier seid, um euch zu verabschieden. Von eurem Vater und Opa und ja, wir eigentlich. Affäre? Hm. Seitensprung kann man ja nicht sagen, wenn man nicht liiert ist, oder? Susanne? Einigen wir uns auf eine schöne Erinnerung. Ja, das trifft's gut, eine schöne Erinnerung. Mama? Hm. Der Edgar, den ich geliebt habe, trotz seiner Demenz, bleibt auch für mich nur noch eine schöne Erinnerung. Vielleicht ist es ganz gut so, dass jetzt das Wenige, das noch von ihm übrig war, auch gegangen ist. Mama, sie steht unter Schock. Ihr seid doch nur froh, dass ihr euch nicht mehr zur Last fällt. Und mich wird er genauso vergessen, bis zu meiner Beerdigung. Also, was meine Mama sagen möchte... Jetzt halt aber mal die Klappe! Gut. Ich glaube, was Oma meint, ist, eine Beerdigung kann auch ein Neuanfang sein. Wir schauen alle zurück und erinnern uns an Opa, der uns immer fehlen wird. Aber wir lernen auch daraus, die kurze Zeit, die uns mit unseren Liebsten bleibt, zu nutzen. Ich jedenfalls freue mich, euch endlich alle wiederzusehen. Gib ihm eine Stunde und er wird heilfroh sein, dass ein Ozean zwischen ihm und seiner Familie liegt. Gerald. Eine Stunde. Es ist vielleicht nicht der beste Anlass, aber im Sinne eines Neuanfangs, ich werde heiraten. Was? Rolfi? Und um meine Zukünftige kennenzulernen, müsst ihr nicht mal nach Amerika. Sie kommt nämlich hierher, nach Berlin. Zu unserer Hochzeit, nächste Woche. Keine Sorge, ihr seid natürlich eingeladen. Jetzt erzähl doch mal, Rolfi, wie sieht sie denn aus? Wie heißt sie? Und wie stellst du dir das überhaupt alles vor, mein Sohn? Mama, Papa, keine Sorge. Ihr werdet sie ja bald kennenlernen. Außerdem habe ich alle Dokumente beisammen, Standesamt kontaktiert. Das beruhigt mich, aber das Standesamt hat er kontaktiert. Aber seine Eltern nicht. Ja, Überraschung? Du hast dir ja ein ganz schönes Scheibchen bei mir abgeschnitten. Oh, mein lieber Schwan, du bist ja ein richtiger Draufgänger. Genau wie mein Gerald. Jetzt lass doch mal, Mama. Danke, Oma. Du sollst mich nicht Oma nennen. Ich bin die Susanne. Ich hab's vermisst. Oh, ich sehe euch später. Rolfi,
Du weißt schon, dass gerade am Anfang vor allem die Hormone aus einem sprechen. Ich habe das kürzlich in meinem neuen Buch sehr erfolgreich untersucht. Ja. Onkel Hardy, deswegen würde es mich auch freuen, wenn du draus liest, zur Trauung. Wirklich? Und was geht es denn in Hans Dieters neuestem Werk? Die weibliche Sexualität. Vorsicht, Kopf. Ricky? Wo bleibt denn die Mutti? Und wo ist Mats? Dem ist schlecht. Er sitzt auf dem Klo. Hardy, wolltest du nicht noch was sagen? Was denn, Rose? Das, was wir denken. Weißt du, so eine Hochzeit, wenn die nicht vor Gott ist, dann ist das eigentlich gar keine richtige Hochzeit. Deswegen machen wir hier nur Standesamt. Wir haben uns die Kirche extra für die Familie in Amerika aufgehoben, Tante Rose. Das ist schön. Geld für uns Christen ist das einfach wichtig. Ja, da lohnt es sich ja gar nicht mehr für uns extra nach Hause zu fahren. Oder bleiben wir da? Ja. Mama, was hast du denn? Sie ist überwältigt. Vor Freude. Wie kann er uns das nur antun? Noch eine Woche mit der Familie. Kaum unter der Erde und schon haben sie dich vergessen. Vielleicht nur gerecht. Du hast sie ja schließlich auch vergessen. Ich verstehe dich nicht, Ilse. Warum musste dein Mann am Grab noch Vorhaltungen machen? Na doch froh, Mensch. Endlich wilde Partys, jüngere Liebe. Ja. So hast du also den Tod deines Mannes verarbeitet. Nicht, dass mich das wundern würde. Ein kleiner Tipp. Von Witwe zu Witwe. Auf alten Pferden lernt man gut reiten. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht vor, mich im hohen Alter lächerlich zu machen. Oh. Ich auch nicht. Ich freue mich. Ist sie schön? Klar, Mats. Candy ist der Hammer. Candy? Wie Candy? Oh, Mama, voll spießig. Also, ich finde den Namen Porno. Ich leider auch. Und ihre Eltern? Was machen die denn so beruflich? Oh, Papa, das ist doch voll egal. Hauptsache, sie und Rolfi sind in Love. Ja, Ricky, aber damit sie auch morgen noch in Love sind, braucht Rolfi ein eigenes Einkommen. Wie lange seid ihr denn überhaupt schon zusammen? Ich meine, gleich heiraten, habt ihr euch das denn gut überlegt, Rolfi? Jetzt chillt mal eure Base. Also, ich finde das voll romantisch. Welcome home. Habt ihr den Einbruch schon gemeldet? Wieso? Sieht doch aus wie immer, wenn die Familie sich einnistet. Du schläfst in deinem alten Zimmer, mein Schatz. Was? Mama? Voll unfair, das ist mein Zimmer. Du engagierst dich doch sonst so gern für andere. Da kannst du ruhig bei deiner Familie anfangen und bei Mats schlafen. Nee, da rübst mich nur voll. Ich übe für den Röps-Wettbewerb. Ich will den nämlich gewinnen. Ricarda, stippel dir den Zielen deines Bruders nicht im Weg. Wo kommen die Blumen hin? In eine Vase, du Spast. Und wo ist eine Vase? Ja, was weiß ich? Also nicht Schluss mit der Geheimnistuerei. Zeig uns wenigstens ein Foto. Ihr werdet sie schon früh genug kennenlernen. Immer auf 5 aufgedreht. Kann Candy denn Deutsch? Sie ist Amerikanerin. Danke für den Hinweis, Gerald. Aber wie soll ich sie denn dann kennenlernen, wenn ich nichts verstehe? Ricarda kann Englisch und ich und... Und ich. Seit wann? Seit der 5. Klasse. Die du 1977 besucht hast. Oh, ich vergaß. Dein Wunderpunkt. Deine Mutter kann ja nur Russisch. Immerhin. Mama, ich weiß, dass jetzt alles ein bisschen schnell geht. Aber worauf warten, wenn man die Richtige gefunden hat? Du liebst sie wirklich? Klar. Dann werden wir uns darum kümmern, eure Hochzeit zum schönsten Tag in eurem Leben zu machen. Gerald. Er ist doch erst 20. Er hat gerade mit dem Studium angefangen. Weißt du noch, wie schwer es mir dein Vater gemacht hat am Anfang? Niemand war gut genug für seine Gundi. Ganz zu schweigen von meiner Mutter. Als ob sich daran was geändert hat. Eben. Wir wollten es doch immer anders machen als unsere Eltern. Und deswegen sollten wir unseren Sohn in seiner Entscheidung unterstützen. Aber wie hat er sich das vorgestellt? So eine Hochzeit kostet Geld. Geld, das wir wegen der Beerdigung nicht haben. Und wenn wir die Feier hier machen? Du meinst? Ja, wir tun was für die deutsch-amerikanische Freundschaft und veranstalten ein richtig schönes Sommerfest. Hier, bei uns im Garten. Ja. Trotzdem müssen alle essen, trinken, irgendwo schlafen. Das Haus platzt jetzt schon aus allen Nähten. Und wir wissen noch nicht mal, wer alles von Candys Familie kommt. Dann wird es Zeit für ein klärendes Gespräch. Von Vater zu Vater.
Soll ich das nicht lieber machen? Ich weiß ja nicht, wie das in Amerika so ist, aber ist nicht eigentlich der Brautvater für so eine Hochzeit zuständig? This is the Papa of Rolf Bundschuh, Germany. Yes, yes. All you need is love. Yes. No. Yes. Yes, then we all have. All trouble seems so far away. Yes. Yeah. Yes. Yes. Ihr müsst es ja dicke haben. Zwei Feste hintereinander. Die Beerdigung ist doch kein Fest. Du, Gundula, wir können aber nicht länger auf dem Sofa da schlafen. Weißt, der Hadi hat doch den bösen Rücken. Ja, die Lende, alles kaputt. Entschuldige, Rose, aber ich habe schon genug mit Hadis empfindlichem Magen zu tun, ja? Ihr wisst ja, ich habe diese Glutenunverträglichkeit. Und jetzt auch eine Fructoseintoleranz. Oh. Du bist doch noch viel zu jung. Mama, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich meine Rolfi. Mutti, ich war auch jung, als ich geheiratet habe. Eben. Willst du nicht, dass dein Sohn aus deinen Fehlern lernt? Oma, ich meinte die andere. So, Kinder. Ab ins Bett. Mama, ich bin fast 18. Ach, ihr wollt den Abend mit eurer Familie verbringen? Gute Nacht. Guten Nacht. So, Mama, Schluss jetzt. Du hattest auch genug Aufregung für dein Alter. Das kann ich immer noch selbst entscheiden. Was du jetzt brauchst, ist Ruhe. Was sie jetzt braucht, ist ein kleiner Trost. Als ob du einen Grund zum Saufen brauchst. Ich nicht, aber du. Klopapier alle? Komm mal rein, bitte. Was hat er denn gesagt? Ja, also, er kommt natürlich auch zur Hochzeit seiner Tochter. Okay, also zwei. Irgendwie kriegen wir Candy und ihren Vater schon noch unter. Was ist denn mit der Mutter? Die wird sicher eine der 11 anderen sein. Wie bitte? Es kommen insgesamt 13 von Seiten der Braut. Auf deinen Mann. Oder was von ihm noch übrig war. Mir geht's gar nicht gut. Bei dir? Nein. Ich muss sofort... Wart! Das ist immer das Essen von der Gundula. 13 Gäste mehr? Aber Gerald, wie hast du dir das denn bitte vorgestellt? Was soll ich denn sagen? Statt yes, 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 vielleicht mal no? Wir müssen ja halt ins Hotel. Wenn wir für 13 Leute ein Hotelzimmer zahlen, sind wir endgültig pleite, Gerald. Gundula, Sie zahlen schon die teuren Flüge. Wir müssen schon auch etwas bieten. Hadi! Was ist denn aus Hochzeiten zahlt der Vater der Braut geworden? Das scheint keine international anerkannte Regel zu sein. Du kriegst in deine Globuli oder willst du die Durchfalltröpfle? Dafür ist es jetzt zu spät. Gesetzt! Ist ein Notfall. Gerald, bist du sicher, dass du ihn richtig verstanden hast? Muss nicht gleich beleidigend werden. Das war nur dosieren. Aber ich kann so... Ja! Was machst du denn? Ich muss mal. Gundula, du, ich hab dir doch extra Lichte gemacht. Ah! Ich hab Not. Ich hab dir extra Lichte gemacht, was der Hadi essen darf und was nicht. Manchmal meint man echt, du willst ihn umbringen. Ach so, eine Hochzeit hält auch 2 Todesfälle aus. Ist alles okay? Was soll denn nicht okay sein, so eine Mann? Ich dachte, es wäre... Sorry, ich bin gerade schon etwas nervös. Schließlich ist es in knapp einer Woche soweit. Bei deiner Mutter habe ich auch gedacht, dass sie es sich vielleicht noch mal anders überlegt. Rolfi, was meinst du denn mit knapp einer Woche? Ach so. Was? In 3 Tagen? Wie sollen wir denn in 3 Tagen eine Hochzeit organisieren? Organisiert hat Rolfi doch schon. Ja, den Termin. Aber nicht das Fest. Wir müssen noch das Haus auf Vordermann bringen, wir müssen die Partyzelte leihen, wir brauchen was zu essen, was zu trinken, eine Anlage, einen DJ. Den Posten können wir sparen. Oder hast du vergessen, dass du mit dem besten Schlager-DJ der Stadt verheiratet bist? Und wenn ich irgendwie als Sonderabschreibung Edgars Sarg absetze... Gerald! Ich brainstorme nur laut, wie der Amerikaner sagen würde.
Wie will er das denn bloß schaffen? Er hat doch noch gar kein eigenes Einkommen. Um Rolfi haben wir uns doch noch nie Sorgen machen müssen. Und eine Ehe kostet erst, wenn Kinder kommen. Ach, Gere. Und wenn wir dann gutes Porzellan verkaufen? Auf gar keinen Fall. Irgendwo müssen wir Opfer bringen, da kann ich noch so viel rechnen. Wie wär's denn mit deinen Platten? Nicht witzig. Außerdem, was soll ich dann zur Hochzeit auflegen? Irgendwas wird uns schon noch einfallen. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Du hast geschnarcht. Ja. Wollte nur nicht, dass du deinen Edgar vermisst. Ist auch ein Schluck? Contagin, beste gegen Kopfschmerzen. Es ist soweit. Oh, Rose. Was machst du denn da? Mein Eisprung. Toi, toi, toi. Ah! Oh, oh, oh. Oh. Ach, du weißt doch, wie diese schlimme Couch für meinen bösen Rücken ist. Hm? Mats! Ricarda! Ihr müsst in die Schule! Ricarda! Schrei doch nicht immer so. Ich fahre mit Papa. Der ist schon im Amt. Na gut, dann nehme ich halt mein Fahrrad. Will der nicht bei der Hochzeit helfen? Ganz dünnes Eis. Und nach der Schule nicht trödeln, ihr müsst auch mit anpacken, ja? Tschüss. Tschüss. Ich nehme die Spende fürs Flüchtlingsheim mit. Ist gut. Spende. Welche Spende? Mama! Weißt du, was das ist? Porzellan? Nein, Ricarda, Porzellan. Seit Generationen wird dieser Familienschatz von Mutter zu Tochter weitervererbt. Meine Uroma selbst hat es in kalten Winternächten mit Arthritis gekrümmten Fingern handbemalt. Und eines Tages wirst du, Ricarda... Boah, Mama, vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen. Aber wir befinden uns in einer der größten humanitären Krisen seit... Für einen deiner Vorträge habe ich jetzt keine Zeit. Ich habe eine Hochzeit vorzubereiten. Ja, nur weil du was gegen Ausländer hast. Ja klar, Ricarda, ich wähle ja auch ausländerfeindlich. Ich habe ein Problem mit Flüchtlingen. Alle, die anders denken als wir, gehören ausgewiesen. Die Ausländer nehmen uns unsere Jobs und unsere Frauen weg, was mich persönlich am meisten ärgert. Hallo, liebe Familie Federbein Özdemir. Na, schon schön eingelebt? Überraschung. Ich habe mir extra heute freigenommen, um dir zu helfen. Gerald, wo ist unser Auto? Gundula, das steht doch da. Da steht eine Ente. Ja, das ist unsere Hochzeitsfinanzierung. Gebläsegekühlter Zweizylinder, Viertakt, Boxermotor. Das ist nicht dein Ernst. 602 Kubikzentimeter, 29 PS. Wie sollen wir denn darin unsere Einkäufe transportieren? Du wirst dich wundern, was alles in unser BG reingeht. So, jeder von euch findet auf seinem Zettel einfache Aufgaben. Hadi? Gundula, du weißt schon, dass ich mit meinem Rücken nichts, aber auch gar nichts heben darf. Aber Hadi, die Festzelte sind doch ganz leicht. Und die Mama, die sollte sich lieber schonen, nicht, dass ihr noch irgendwas passiert. Pass auf, dass dir nicht gleich was passiert! Susanne. Putzen! Mutti? Ich? Du kannst ruhig auch mal was Wie tun. So kalt hier, man holt dich ja nur mit zum Saufen. Ich habe die ganze Zeit Rückenschmerzen. Ruhe! Wir müssen als Familie jetzt zusammenhalten. Nein! Nicht? Der Standesbeamte hat den Termin abgesagt. Das ist doch kein Problem, Rolfi. Das kläre ich sofort von Finanzbeamten zu Standesbeamten. Gundula, kommst du bitte mit? Mutter, nicht vor 12. Spießer. Candy, was ist denn das überhaupt für ein Name? Für mich klingt's nach einer süßen Überraschung. Für mich klingt's, als wäre sie fett.
Unten links musst du nochmal, ne? Putz selber. Ja, da steht ja wieder nichts. Sie müssen das Formular ausfüllen. Ausfüllen. Verstehen Sie? Wahrscheinlich nicht. Der nächste, bitte. Moment. Diese Herrschaften sind so angemeldet. Sie kommen gleich. Bitte warten Sie draußen. Ein paar Minuten. Dauert ein paar Minuten. Bitte. Doch, wir sollten gleich durchgehen. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Ach, endlich. Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier alles rumrennt. Afghanen, Syrer, Afrikaner. Sie sind die Ersten heute, die überhaupt Deutsch verstehen. Was kann ich denn für Sie tun? Der Name ist Bundschuh, werter Kollege, Finanzbeamter. Ja, ich weiß, der abgesagte Termin. Ja, wir hatten telefoniert. Mir persönlich ist das sehr peinlich. Aber mein Vorgesetzter ist so ein richtiger Gutmensch. Deswegen gehen die Flüchtlinge im Moment vor. Gerald, was machen wir denn jetzt? Werter Kollege, mein Sohn hat sein Studium in Amerika extra unterbrochen, um hier in seiner Heimat den schönsten Tag in seinem Leben zu feiern. Und er ist nur eine Woche hier. Naja, und mal wieder so eine richtig schöne deutsche Hochzeit. Deutsch-amerikanisch. Ja, aber es sind doch quasi so Leute wie wir, nicht solche. Sie wissen schon. Aber ich sehe gerade im Computer, da ist noch ein einziger Termin frei. Und zwar bei keinem geringeren als bei... Das mit meinem Vorgesetzten, das regel ich. Wie die wohl ausschaut, die Candy. Ob das so eine hübsche ist? Ist doch vollkommen egal. Kommt auf die inneren Werte drauf an. Das stimmt. So wie bei dir. Hose, was ist denn jetzt schon wieder? Kannst du mal bitte hochhalten? Hose, du musst das hochhalten. Ja, dann reserviere ich erstmal 13 Zimmer. Und falls wir ein Zimmer stornieren oder die ein oder anderen Gäste zusammenlegen möchten? Also bei Ihrem Großkontingent rufen Sie einfach kurz durch. Aber bitte vor 18 Uhr, sonst müssen wir Ihnen den vollen Preis berechnen. Wie ist Ihre Nummer? Gerald, gib dir doch bitte deine Vorliebe für Rezeptionistin für den nächsten Mallorca-Urlaub auf. Hier, unsere Karte bitte. Danke. Gerald, ich überlege gerade, was heißt nochmal willkommen in Deutschland auf Amerikanisch? Welcome to Germany. Ah, ja. Was ist das? Geschirr für den Polterabend. Ah. War gerade im Angebot. Was ist das? Der neue Grill für den großen Grillabend oder Barbecue, wie der Amerikaner sagen würde, gab's gerade im Angebot. Space cowboy. Some people call me Maurice. Fertig. Because I speak of the pompousness of love. Mensch, das haben wir gut hingekriegt. Damit Gundula sich auch freuen. People talk about me, baby. So. Wer hat Lust auf Original Homemade West Coast Burger? So ein kleines Hügelchen hätte ich jetzt aber auch. Ja, ab in die Küche. Du, Rolfi, weißt du wegen dem Hardy? Ja, wir machen auch Hirseburger. Ah, du bist ein Feiner. Deswegen war unser Haus so günstig. Und stand so lange leer. Wo willst du denn mit der Schaufel hin? Spiel mit Leons. Ach prima, das freut mich. Wer ist denn Leon? Der neue Nachbarsjunge, Gerald. Ach, wie nett. Ihr Fleißigen. Gerald. Oh, Bundschuh. Aber auf, die sind auch so lecker. Wir haben euch gar nicht kommen gehört. Oh, deine Partyzelle stehen. Danke, Hardy. Die Küche steht nicht mehr. Wie bitte? Jetzt mach aber mal einen Punkt. Also, die haben den ganzen Tag für dich geschuftet. Wir? Mama, chill mal.
Gundula, das ist schon sehr ungerecht von dir. Aber wirklich, wir haben dir doch auch ganz christlichen Burger übrig gelassen. Gundula, wir räumen gleich alle zusammen auf. So gut. Herrlich. Seid ihr denn auch christlich zu mir? Ach, na selbstverständlich, mein Junge. Hm? Gundula, kommst du mal bitte? Ja. Also ich verstehe total, dass Jungs ihre Grenzen austesten müssen und so. Aber ich fände es schon echt fair, wenn der Mats jetzt einen Schritt auf den Leos zugehen würde. Mats, jetzt entschuldige dich. Aber der Spaß hat angefangen. Mats! Okay, Entschuldigung. Ja, okay. Na also, geht doch. Ja, Frau Wiedermann Özdemir. Tut mir leid, ich bin noch die Petra. Ja, Petra, entschuldige. Durch die Hochzeit geht hier gerade alles drunter und drüber. Alles klar, das kann schon mal passieren beim Spielen unter Gleichaltrigen, kein Thema. Du Gundula, aber wegen letztens, ich wollte da noch mal nachfragen, weil weißt du, mein Ömer, der ist ja ursprünglich aus der Türkei und es kann ja jeder wählen, wen er will. Hauptsache, er hält die Demokratie am Leben, nicht? Ja. Ja. Aber wenn ihr rechtsextrem wählt und Ausländer nicht mögt, dann fände ich es schon nicht so gut, wenn unsere Kinder weiter miteinander spielen. Das verstehst du doch sicher total. Leons, wir gehen. Tut mir leid, ich räume noch alles wieder auf, versprochen. Ach, Rolfi, du kannst doch nichts dafür. Es ist die Familie, die mich auf die Palme bringt. Weiß Candy eigentlich, was sie an dir hat? Na klar. Komm mal hier, mein Großer. Wird alles gut, wirst schon sehen. Willst du, liebe Candy, den hier Anwesenden... Yes, yes, I will. Kraft meines Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Mensch, ich hab noch nicht mal gefrühstückt. Los, los, los. Eins links, ein rechts und dann wedeln. Geh durch. Sag mal, was ist denn das für ein Riesenschlitten? Rolfi, sind Sie das? Weiß ich nicht. Und wenn Sie kommen, Fähnchen. Das ist ja wie beim Führer hier. Haltung! Man bekommt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Oh, ich hoffe, du hättest ruhig sagen können, dass wir so hohe Besucher waren. Ja, also... Fähnchen! Siehst du, vielleicht müssen wir uns doch finanziell keine Sorgen machen. Ist wahrscheinlich der Fahrer. Ach, also ehrlicherweise ist das... Fähnchen! Hola! Qué lindo! Das ist die Frau des Pfarrers. Nein, Oma, das ist... Nicht das böse Unwort. Ich werde es bemerken. Überraschung? Kann ich vorstellen? Meine Candy. Ich werde Opa. Vielleicht müssen wir uns doch Sorgen machen, Gerald. Ah, Candy, willkommen in Deutschland. Hi. Von wegen, ich mag keine Ausländer. Nice to meet you. Nice. Hi. I'm Reginald. You must be the other father? Yes, father. Yeah. Other guests? What other guests? Naja, also nice. Mit 10 anderen. Thank you. Der Stick in der Stau. Rolfi, kannst du mal bitte kurz kommen? Er versteht kein Englisch. Die anderen Gäste, wo sind die anderen Gäste? Rolfi, komm noch mal bitte. Ja, sofort, Mama. Hast du, glaube ich, irgendwas falsch verstanden? Nein,
Auf keinen Fall. Reginald hat von 13 gesprochen. Er meint sicher den 13. Das Datum der Ankunft. Heute? Jetzt? Kein Wort zu deiner Mutter. Mats, Ricarda, ihr müsst in die Schule. Ich habe erst zur 4. Und das hier lasse ich mir bestimmt nicht entgehen. I'm the father. Hi. Reginald fragt, wo sie denn parken sollen. Sie sehen aus wie Flüchtlinge. Reiche Flüchtlinge. Und im wievielten Monat ist Candy denn jetzt eigentlich? Im 7., Mama. Ach, im 7. Und da wolltest du nicht vielleicht deine Eltern darüber informieren, dass du Vater wirst? Und euch die Überraschung verderben, ihr hättet eure Gesichter sehen sollen. Gundula, ich hab so ein Ziehen in der Brust. Glaubst du... Gerald, nur weil du Opa wirst, hast du jetzt sicher keinen Herzinfarkt. Und was soll es denn eigentlich werden? Boy oder Girl? Das wissen wir noch nicht. Wir wollen uns überraschen lassen. Wo hast du das nur mit den Überraschungen her? Also von mir sicher nicht. Freut ihr euch denn gar nicht? Doch, natürlich freuen wir uns. Es kommt nur alles etwas plötzlich. Ja, und wer weiß, ob ich dann noch da bin, um euch zu unterstützen. Komm jetzt, ihr habt doch den Wagen gesehen. Und Reginald wird schon dafür sorgen, dass es den beiden an nichts fehlt. Möchtest du noch eine Bockwurst? Thank you. Reginald? Mama, ich mag es gar nicht, wenn du so mit fremden Männern flirtest. Was heißt denn fremden Männern? Bleibt doch quasi in der Familie, oder? Aber als Muttersöhnchen ist man nie zu alt, ja? So eine schöne Haut. Hadi, hast du schon mal so eine schöne Haut gesehen? Also ich glaube, ich habe ja so welche wie die Candy und den Reginald noch nie so wirklich aus der Nähe gesehen. Ah, ja. Rolfi, Hut ab. Ganz toll, was du da für die Integration tust. Ich habe ja in meinem letzten Buch eine interessante These dazu aufgestellt. Die Farbenblindheit der weiblichen Sexualität. Hallo, ich bin Autor. Hans-Dieter. Okay. Reginald, und was machen Sie so beruflich? Also wirklich, Gundula, du musst lauter sprechen, sonst verstehen die dich nicht. Mutti. Was denn? Im Ausland tun die Ausländer auch immer so, als würden sie einen nicht verstehen. Dabei verstehen sie einen schon ganz gut, wenn sie wollen. Nicht wahr? Also ich muss mich für meine Mama entschuldigen. Sie hat gerade ihren Mann verloren. Jetzt hör endlich auf, dich permanent für mich zu entschuldigen. Herrgott doch mal. So, Mutti, prima. Jetzt hast du es geschafft. Nein, der lange Flug war nur anstrengend. Candy muss sich nur ein bisschen ausruhen. Alles gut. Gundula, du musst ein bisschen Rücksicht nehmen. Gerade in ihren Umständen. So, ich muss jetzt los. Ich dachte, du hast erst zur 4. Ja, aber mein Kontingent an Fremdschämen ist jetzt für die nächsten 2 Jahre ausgeschöpft. Was grinst denn du so? Mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich Uroma werde. Und nicht nur ich. Gundula, was ist denn das für ein Brunch? Wir brauchen Champagner zum Anstoßen auf die deutsch-amerikanische Freundschaft. Ich glaube, ich muss mich mal kurz hinlegen. Könntest du bitte hierbleiben und dich um deine Gäste kümmern, Gerald? Wenn es etwas Ernstes ist, wird es dir noch mal leid tun, aber dann ist es vielleicht zu spät. So, und wer möchte jetzt ein Schlückchen, Reginald? Yes, thank you. Ja. Aha. Gundula, das ist noch nicht mal Champagner. Was sollen denn unsere Gäste von uns Deutschen denken? Gerade bei unserer Vergangenheit. It's not just your responsibility. Hey, don't you close that door on me. Don't you close that door on me, ma'am. Damn! Honestly. J.B. Ball's gonna have to come over here because this girl's getting my nerve. Tell me, I'm having enough of this shit. Damn it. Pero pobre mujer, nadie la ayuda, nadie limpia. A ver, perfecto. Yo voy a ayudar porque si no, esto no se lava. Rolfi. Was ist denn, Mama? Rolfi, was war denn das gerade? Ach, nur der Jetlag. Haben wir irgendetwas falsch gemacht? Wieso denn? Na, es klang so, als hätten Candy und Reginald Streit. Keine Sorge, ist alles in Ordnung. Die beiden sind nur sehr temperamentvoll. Hauptsache, du bist glücklich, mein Großer.
Das bist du doch, oder? Klar. Möchtest du nicht vielleicht doch mit runter auf die Terrasse kommen? Weißt du, der Reginald, der sitzt da sonst ganz allein zwischen uns und wir sprechen doch alle nicht so gut Englisch und er soll sich doch wohlfühlen bei uns. Mir schafft es schon, Mama. Ich kann Candy jetzt nicht allein lassen. Oh, no good. Es muy bueno, Gundula. En Los Ángeles no tenemos, voy a llevar. Es excelente, un producto alemán. Porzellan. Sí, claro. Von meiner Oma. Gundula, no te preocupes vos. Anda con la gente, déjame a mí en la cocina, ¿eh? Afuera, anda, anda. Gracias. Reggie, noch ein Schlückchen? Danke, das ist keine Idee. Rose. Nein, danke. Meine Frau trinkt nicht. Dank dir schon. Rose, was hast du denn jetzt schon wieder? Excuse me, please. Jaden? Listen, boy, we gotta talk business. Oh, was yeah. Ein Kerl. Richtiger Anpacker. Ja, was macht er denn jetzt beruflich? Hörst du doch. Big Business, wie der Amerikaner so sagt. So eine schöne Haut. Dass der Rolfi sich auf sowas einlässt. Ihr seid doch nicht so deutsch. Es ist hinlänglich bekannt. Schwarze, die haben ein Körpergefühl, einen Rhythmus, die haben ein Feuer. Glaube schon, dass Rolfi da auf seine Kosten kommt. Als käme es bei einer glücklichen Ehe nur auf Sex an. Na ja, natürlich, Kohle muss schon da sein. Aber das ist ja bei der neuen Verwandtschaft offensichtlich vorhanden. Jetzt stellt euch mal vor, meine erste Filiale in L.A. Mit ihm? Ein deiner Bubsläden? Mama, das sind Boutiquen. Das weiß die doch. Wart's ab. Lass mich nur machen. Bitte etwas leiser. Candy versucht zu schlafen. Wir können auch gehen. No, Jaden, I'm already in Germany. There's no time to lose. Tomorrow's too late. I need you here right now. Gerald, was machst du da? Ich war noch niemals in New York. Das war damals Rolfis Lieblingslied. Er ging mir bis zu den Knien, als wir hier eingezogen sind. Du warst schon mit Ricarda schwanger. Wir haben Fußball gespielt, da hinten im Garten. Und auch hier im Hof. Und da dreht man sich einmal um und plötzlich ist man alt. Ach, Gerald. Nur weil wir Großeltern werden, sind wir doch nicht alt. Du kannst ja deine Augen gern vor der Realität verschließen. Aber bald zieht Ricarda aus. Dann Mats. Und dann sind wir allein. In diesem viel zu großen Haus. Vielleicht auch nur einer von uns. Wer weiß. Gut. Wenn du das jetzt brauchst, ich kümmere mich währenddessen um unsere Gäste. Wann kommen denn eigentlich die anderen? Welche anderen? Die 10 anderen, Gerald. Für die wir das Hotel gebucht haben. Die? Du, Gundula, die wollten ja alle kommen, aber irgendwie gab's wohl einen blöden Tornado. Du weißt doch, wie Amerika so ist und... Du hast es falsch verstanden. Das würde ich so nicht sagen. Du hast es falsch verstanden. Ja! Versteh ja nicht diesen Reginald mit seinem Akzent. Keine Mehrkosten. Wir können das Hotel sparen. Und du kannst dich endlich mal um deinen Job kümmern. Als DJ. Hey. Hey. So. Mutti. Consuela wollte helfen. Edgars Lieblingsgeschirr. Und du ruinierst es für diese... Immer, wenn ich Rolfi vom Kindergarten abgeholt habe, dann... Wollt ihr diese Musik hören? Gerald, bitte jetzt nicht deine Schlager. Die Candy versucht zu schlafen. Mutti, du wolltest gerade nicht sagen, was ich denke, was du sagen wolltest, oder? Was denn? Das N-Wort. Warum soll ich sie denn nicht so nennen? Sie sind doch ein... Und dann zur Einschulung. Gerald! Wenn man das nicht sagt, Mutti. Ach, seit wann? Seit immer. Neger war schon immer eine Beleidigung. You call me what? Gundula. Unsere Gäste fühlen sich bei uns in Deutschland schon schlecht genug.
bei unserer Geschichte. Entschuldigung, ich wollte einfach nur erklären, dass man das nicht sagt. Du musst lauter sprechen, sonst versteht er dich nicht. Reginald, I have to sorry. That N-word is a very bad word. And my mother sometimes ist ein bisschen Nazi. Ja, really. Danke für den Kaffee. Also, schäm dich. Die arme Mama macht wirklich genug durch. Und du musst sie noch beleidigen. Mutti, warte! Gundula, bringst du noch eine Flasche Gin mit? Die Rose trinkt uns alles weg. Rose? Nein. Sonst noch was? Ja. Dass du so langsam in deine Rolle als Gastgeberin hineinwächst. Mein Gott, die Gundula. War die schon immer so rechts? Entschuldigung. Mutti! Also das Wort Neger darf man nicht mehr sagen. Aber seine Mutter als Nazi beschimpfen, das geht in Ordnung. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Es ist nur gerade alles so viel auf einmal. Für mich vielleicht nicht. Wir haben Edgar gerade mal unter die Erde gebracht und sollen gleich wieder lustig Hochzeit feiern und uns über Nachwuchs freuen. Ich kann doch nichts dafür. Denkst du, das weiß ich nicht? Aber selbst wenn von Edgar nicht mehr viel übrig war, er war immer noch dein Vater und mein Mann. Und wir sitzen alle hier und haben ihn bereits vergessen. Hast ja recht. So, und jetzt brauche ich wirklich einen Schnaps. Ich gehe ja schon. Toll, Mats. Ganz toll. Findest du echt? Weißt du, wir ziehen den Wettbewerb so richtig groß auf in der Schule. Da will ich mich echt nicht blamieren. Ay, pero qué pasó? Ay, déjalo, Gundula, yo me encargo. A ver, ay, pero qué pasó? Una buena Mir ist eine amerikanische Putzfrau. Ich weiß es nicht, Mats. Na, mein Junge. Was hast du? Ach, Mutter. Edgar war der Erste. Wer weiß, wen es bis nächsten trifft. Och. Bestimmt nicht deine Mutter. Mich hält der Gin jung. Und die gute Gesellschaft. Dann solltest du mal in den Spiegel schauen. Mama. Anders hält man's hier ja nicht aus. Gundula, war das nötig mit Mama? Nur weil du nicht so offen bist wie wir, musst du dich nicht an der armen Mama auslassen. Hadi, halt dich da einfach mal raus. Das kannst du jetzt wirklich nicht nachvollziehen. Also, ich bin ja äußerst empathisch, wie ihr wisst, und kann mich schon so in andere hineinversetzen. Okay. Kannst du denn nachvollziehen, wie es ist, wenn dein Sohn das Haus verlässt? Wie es ist, wenn er am anderen Ende der Welt studiert? Wie es ist, wenn er plötzlich vor dir steht und dir erklärt, dass er heiraten wird? Wie es ist, wenn du plötzlich Großmutter wirst? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, Hadi, du denkst nur, du könntest es. Weil du nämlich Ratgeber schreibst über Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Gundula, woher kommt bitte diese Schärfe? Hadi, was weißt denn du gerade über die weibliche Sexualität? Gerade du! Ich habe viel recherchiert. Recherchiert? Pornos hast du geguckt im Internet? Das ist ja ekelhaft. Nicht vor unseren Gästen. Ich meine, die bekommen ja einen völlig falschen Eindruck von uns Deutschen. German Humor. Oh, that's nice. Rose, aus dir spricht der Alkohol. Schau mal. What the fuck is wrong with you? Oh, entschuldige, Reginald. Oh. Oh Gott, nein, wie ordinär. Es ist ja grauenvoll. Noch ein Schlückchen. Reggie, Nelt? Excuse me. Thank God. Did you think about it? Yeah. So eine schöne Stimme. Ja. So eine schöne Haut. Rose, du weißt, dass ich ein Freund der weiblichen Sexualität bin. Aber das hier finde ich nicht in Ordnung von dir. Wann hast du das letzte Mal an mir recherchiert, ha? Huh? Es reicht's aber. So. Die Männer kümmern sich jetzt mal um den Grill und ich bringe die leeren Flaschen weg.
Sekunde, Love. Bei aller Liebe, ich bin hier auch Gast. Hans-Dieter, ich weiß, solch eine Aufgabe ist unter dem Niveau eines Autoren von deinem Format, aber keine Angst. Sobald du von deinen Bucheinnahmen auch Steuern zahlen kannst, bist du von allen profanen Dingen wie deine Familie zu unterstützen selbstverständlich befreit. Look, why don't you just take the responsibility? In the 5 years together, we never had any problems. And now we're bankrupt. Now, you know used cars always sell. Now I need your help. We need your help. Wo ist er? Ich glaube, mein Reggie sucht eher nach jemandem mit Grundkenntnissen. In Horizontal. Ach, wie lange liegen diese Erfahrungen eigentlich bei dir zurück, Susanne? Das kannst du natürlich nicht wissen, meine liebe Else. Es ist ganz einfach, wie das Fahrradfahren. Man muss sich nur immer wieder draufsetzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Immer. Wir verstehen immer, was du meinst. Ist ja nicht so schwer. Aber ich bin doch auch sexy. Das scheint mein Hadi offensichtlich anders zu sehen. Diese 8 Schrauben. Cousin, das ist das Nächste. Es gibt Frauen, und das weiß ich aus meiner Erfahrung, aus meinen Boutiquen, die können anziehen, ausziehen, was sie wollen. Es fehlt ihnen einfach das Gewisse. Ja. Ja. Du, Rolfi? Ja, was? Wie wird denn das Baby? Es wird ganz toll mit. Nein, ich meine, welche Farbe, weil Candy ist ja schwarz und du bist weiß. Wird das Baby dann schwarz oder weiß? Oder ein bisschen von beiden? If you don't believe, then ask my daughter. Schwarz. Das Baby wird schwarz. Das weiß man echt schon vorher? Mhm. Ich weiß das. Cool. What you saying there, Jaden? Cause then it's too late. Findest du das nicht komisch? Der kümmert sich um seine Kinder. Bei euch ist es ja noch nicht so weit. Du recherchierst ja noch. Money. Must be funny. In a rich man's world. But we are such a wonderful team. You two are such a wonderful team. Of course we'll work it out. Dass einer wie dein Holfi so einen Fang macht. Das habe ich mir für meinen Gerald auch immer gewünscht. Vielen Dank, Susanne. Wäre dir eine Villa am Venice Beach nicht auch lieber als so ein popliges Einfamilienhaus? So ein Haus am Strand war schon immer mein Traum. Aber sein Studium? Das ist doch alles nur eine Frage des richtigen Personals, das sich ums Kind kümmert. Wenn er Hilfe braucht, dann könnte ich ihn ja auch besuchen. So weit ist Los Angeles jetzt auch nicht weg. Und nachts unterm Sternenhimmel schlafen? Direkt am Strand? Ach, in meinem Alter. Aber schön wär's schon. Was anderes wird dir auch nicht übrig bleiben. Was meinst du, Ricarda? Ach, na sagen wir mal so. Es ist schwer, Care-Pakete an eine Familie zu schicken, die obdachlos ist. Ich verstehe nicht. Siehst du? Das ist der Vorteil einer Zweitsprache. Oder wenn man statt über seine Gäste mit ihnen spricht. Ricarda, kannst du bitte mal sagen, was los ist? Na, überleg doch mal. Würde einer, der wirklich Geld hat, so eine Preußschleuder fahren? Oder will er nur, dass sich seine Tochter einmal wie eine Prinzessin fühlt? Na, check's halt. Reginald ist pleite. Tja, Gundula, dann landet dein Rolfi wohl in der Gosse. Quatsch. Gerald! Ja? Gerald, du musst mit Rolfi sprechen. Sofort. Jetzt mach ihn doch nicht noch mehr verrückt vor seinem großen Tag. Reginald ist pleite. Was? Dafür fährt er aber eine ganz schön lange Limousine. Hadi, halt dich da raus. Ja, aber zum Glück hast du das Hotel abgesagt. Dann können wir ja das gesparte Geld den beiden als Startfinanzierung zur Hochzeit schenken. Ich? Ich dachte, du hast das abgesagt. Sehr witzig, Gundula. Wie hätte ich das denn auch noch schaffen sollen? In meinem Zustand. Gundula, was ist denn los? Nichts, Mutti, alles in Ordnung. Hotel Marienfelde, Maria Klemann? Ja, Bundschuh, guten Tag. Ach, Frau Bundschuh, hat sich der Flug Ihrer Gäste verspätet? Ja, die kommen leider gar nicht und deswegen würde ich sehr gern die reservierten Zimmer wieder abbestellen. Also,
18.10 Uhr wäre wirklich kein Problem gewesen. Eine Stunde später hätten wir sicher auch noch was machen können, aber 2 Stunden, da kann ich leider wirklich nichts mehr tun, außer ihm mit dem Frühstück entgegenzukommen. Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Toll, Gerald. Ganz toll. Jetzt versuch doch bitte nicht, mir das in die Schuhe zu schieben. Du hättest doch da auch an... Wie denn auch? Ich muss hier die Hochzeit am Laufen halten, mich als Rassistin beschimpfen lassen, während du über das Alter sinnierst und deine Schlager hörst. Auch wenn du es dir vielleicht nicht vorstellen kannst, aber ein musikalisches Gesamtkonzept für eine Hochzeit zu erarbeiten. Tu was, Gerald. Jetzt. Gundula! Also, der Orgasmus einer Frau hat ja auch immer was mit Entspannung zu tun. Und so angespannt, wie Gundula mal wieder ist, würde ich dir dringend die Lektüre meines neuen Buchs ans Herz legen. Damit bei uns auch die Post so richtig abgeht wie bei dir und Rose. Dass die ihr Deutschsein mit dieser schrecklichen Volksmusik feiern müssen. Petra, es gibt einen Unterschied zwischen Volksmusik und Schlager. Und ich muss zugeben, ich mag's ganz gerne, ja. Du das aushältst mit deinem Migrationshintergrund, ne? Bloß weil dir die Musik nicht gefällt, ist das nicht gleich ein politisches Vergehen. Was machst du da? Dank deines Vaters haben wir viel zu viel Fleisch gekauft. Vielleicht freuen sich ja die Lehmanns von gegenüber. Du denkst echt immer nur an dich. Ricarda, bitte nicht schon wieder. Mama! Mama, anstatt das Fleisch im Flüchtlingsheim zu spenden und einmal im Leben deiner gesellschaftlichen Pflicht nachzukommen, ich meine, es kann doch nicht so schwer sein. Also selbst gut, du... bitte, nimm's. Okay. Aber verrat mir bitte mal eins. Deine Flüchtlinge kommen doch hauptsächlich aus muslimischen Ländern. Ja, wieso? Mein Gott, Ricarda, da ist doch überall Schweinefleisch drin. Wie würde das wohl ankommen, wenn du das unter deinen Flüchtlingen verteilst? Ich find's ja super, wenn du dich engagieren willst. Aber dann respektiere bitte auch die religiösen Sitten anderer. Hallo, Gundula. Hallo, Familie Filderbein Özdemir. Na, möchten Sie vielleicht ein bisschen Schweinefleisch? Nein, das verbietet uns unser Glaube. Aber du bist doch gar nicht muslimisch. Wir sind Veganer. Fein. Du, Gundula, wegen der Musik. Der Ömer hier, der ist ja ursprünglich aus der Türkei. Und Petra, halt mich doch da bitte raus, ja? Keine Sorge, wir drehen die noch leiser. Ja? Gut. Also auf den Kompromiss können wir uns, glaube ich, auch ohne Familienplenum einigen. Schön. Ja. Ömer? Ömer! Das ist das, was wir dir geben können. Ja, und das Stipendium. Und Candys Eltern? Das weiß ich noch nicht. Rechnen wir mal mit null. Gibt es Kindergeld in Amerika? Ich weiß nicht. Also nicht. Freibeträge für Kinder? Na, ohne Einkommen muss ich auch keine Steuern zahlen. Ach. Wo wollt ihr wohnen? Das wissen wir noch nicht. Du weißt aber schon, dass ein Zimmer in einem Studentenwohnheim mit Kind etwas eng wird. Dann gehe ich halt neben dem Studium jobben. Und wenn der erste Job nicht reicht, dann hole ich mir noch einen zweiten. Ich krieg das schon irgendwie hin. Und wie willst du in Amerika arbeiten? Du hast ein Stipendium, kein Arbeitsvisum. Papa, ihr seid doch nur so skeptisch, weil Candy schwarz ist. Ach, sie ist schwarz? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Rolfi, du weißt, dass in deiner Familie die Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielt. Das hat sie nie. Und das wird sie auch nicht. Das Einzige, was du nicht zu wissen scheinst, ist, wie du das alles mit Kind schaffen willst, verdammt noch mal. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist für mich auch alles ein bisschen viel. Aber weißt du, was da nicht geschrieben steht? Ich kann die jetzt nicht im Stich lassen. So, you're the DJ here. Yes, DJ. You have quite the collection. Collector, yes. You know... A German Schlager? I've heard of it. Wirklich? Mm-hmm. Really? Do you know it? What? For the wedding, ganz in weiß, quite in white, or for a party, you know, ein bisschen Spaß muss sein. I heard that one. Yeah. Really? Great. Hey, is this a first edition? Yeah, this is. Yes,
first. And this one also? Yes. Yes. You're a rich man, Joe. I am rich, you are rich, she loves him. Yeah, yeah, yeah. Rolfie's a great guy. Oh, thank you. And Candy is toll. Great. Yeah. She can be very stubborn. You spoil them, you know. The first children. Children, yeah. Mm-hmm. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. We'll find a girl, settle down. If you want, you what is it? Look at me. I am old, but unhappy. Du nimmst viel zu viel Anzünder. Morgen haben wir wegen dir alle Krebs. Und zwar Darmkrebs. Mama, das ist wirklich nicht das erste Mal, dass ich grille. Der steht doch viel zu nah am Schuppen. Ich habe das genau ausgerechnet. Wir haben die Physik auf unserer Seite. Du und Physik. Grundgütiger. Ich bin nämlich aus sexy. Rose, um Gottes Willen. Ich habe eine Überraschung für dich. Aber drinnen, im Haus. Lässt du mich, Hadi? Weißt du, mich begehret halt echte Menschen, nicht nur welche im Internet. Was meinst du? Wild Angel 26. Rose, du hast in meinem Chatverlauf spioniert? Das ist äußerst diskret und rein wissenschaftlich. Let's dance. Wie? Dancer. Komm schon. Strangers in the Night, wie empfiehle dieser wunderbare Titel von Frankie Boy. Nicht ein in diesem Augenblick. Corazón, Fuego. Lo que estás haciendo. Ah, bueno, vamos todos a bailar entonces. A bailar. Was war das? Gundula? Was machst du denn da? Polterabend, Gerald. Was ist denn passiert? Was gibt's denn, Mama? Wo bleibt ihr denn? Wir wollten doch auf euer Glück poltern. Du, Candy ist endlich eingeschlafen. Könnt ihr nicht ohne uns poltern? Aber leise? Also so habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt. Glaub mir, ich auch nicht. Gib doch mal her. Retina, das kann man ja nicht begrüßen. Ilse, ich habe mein Leben lange öffnen lassen. Worauf wartet ihr? Was gibt's denn ohne Brautpaar zu foltern? Ilse, die sind den ganzen Weg von Amerika hierher gekommen. Da müssen wir denen doch wenigstens ein bisschen was bieten. Gerade bei unserer Vergangenheit. Auf das Brautpaar! Auf keinen Wolfi! Ich bin so frei und nehme zwei. Ich bin frei. Wie kann man sich nur so betrinken? Wonach riecht es denn hier? Ha! Oh, es brennt! Das Barbecue? Gorilla! Von wegen Physik auf unserer Seite. Ich hab's ja gewusst. Musik! Ja! Hast du aufgedreht? Ja, Gerald. Ersticken! Ich Engine! Nimm das Tonic! Das kommt so wenig raus, als du schon aufstehst und auf dem Schlauch. Hab ich nicht! Ah, kein Wasser! Wo
ist so schön. Hüffelmeier, haben Sie uns gerufen? Ja, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Unser Gartenhäuschen hat gebrannt. Haben Sie die Feuerwehr schon gerufen? Ja, natürlich. Los, kommen Sie doch. Damit ist der Grillabend nun sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Entschuldigung. Barbecue, das heißt Barbecue. Guten Abend. Abend. Polizei? Guten Abend. Ach, du Gundula, also mit mir kann man ja wirklich über alles reden. Aber du, nur weil ihr keine Ausländer als Nachbarn wollt, heißt das ja nicht, dass ihr uns direkt ausräuchern müsst. Wir fühlen uns bedroht. Wegen Ömers Migrationshintergrund. Peter, mach dich bitte nicht lächerlich. Du darfst ruhig zu deinen Wurzeln stehen, Schatz. Also das ist alles ein ganz blödes Missverständnis. Wir wollten einfach nur den Polterabend feiern. Ja. Und wer von Ihnen ist das glückliche Paar? Das ruht sich gerade aus. Und da oben. Und Sie poltern ohne Brautpaar? Sag ich doch, dass das komisch ist. Mama, bitte. Darf ich Ihnen vielleicht stattdessen den Brautvater vorstellen? Und das ist die Mutter, okay? Glaube ich. Ja, also das wissen wir nicht so genau, aber es wäre ja unhöflich zu fragen. Frau Federbein, Özdemir, Sie sehen schon auch, dass die zukünftigen Schwiegereltern, wie soll ich sagen, hautfarbentechnisch ihren Mann eher übertreffen. Also, das finde ich jetzt wirklich nicht korrekt. Das ist ja kein Wettkampf oder so. Das ist so einen auf, der eine ist mehr Ausländer als der andere, oder wie? Halt, Petra, es reicht. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Aber ich bin in Stuttgart geboren. Wir Schwabe sind halt überall. Prost für meine Frau. Und außerdem weiß ich jetzt nicht, was das Ganze noch zur Sache tut. Unser Schuppen ist eben abgebrannt. Ja. Werte Nachbarn, es tut uns leid. Unsere Versicherung wird sich selbstverständlich um alles kümmern. Ganz so einfach ist es nicht. Uns liegen mehrere Beschwerden wegen Ruhestörung vor. Was? Wer wohnt denn alles hier im Haus? Okay, anders. Wer von Ihnen ist zur Hochzeit zu Besuch? Und wer ist das schnarchende Kätzchen da hinten am Tisch? Das ist meine Mutter. Wir lösen die Veranstaltung jetzt auf. Das heißt, jeder, der hier nicht wohnhaft ist, muss sofort das Haus verlassen. Also ich verlasse auch gerne dieses Haus und diesen Grund. Wie gut, Gundula, dass die Hotelzimmer nicht studiert haben. Deine Entschuldigung nehme ich im Hotelbett entgegen. Oh, Gerald. Gundula. Du, Ömer, ich bin auch total enttäuscht. Aber es müssen wohl erst wieder Asylunterkünfte brennen, bevor die deutsche Polizei... Petra! Noch ein Wort und ich reiche die Scheidung ein. Ömer? Ömer, ja. Hörst du das? Kein Streit, keine Vorhaltungen, keine Familie. Herrlich. Weißt du noch die Nacht vor unserer Hochzeit? Ich hatte so Angst. Dein Vater, meine Mutter, alle waren dagegen. Und ich dachte wirklich, dass sie es mit ihrem Gerede noch schaffen, dich eines Besseren zu belehren. Und ich stehe allein vor dem Standesamt. Und jetzt, schau uns an, was wir uns alles aufgebaut haben. Was für ein schönes Leben wir miteinander haben. Sie werden es auch schaffen, oder? Wenn wir es geschafft haben, kriegen Sie es auch hin. Dann muss ich mich wohl jetzt bei dir entschuldigen. Ach, es wäre doch gelacht, wenn Sie in der Rezeption nicht eine Flasche Wein für uns hätten. Bleib genauso liegen. Ich bin gleich wieder da. Beeil dich, mein Hirsch. Hadi. Hadi. Nummer 1 auf alle Bestsellerliste.
Quatsch. Die 16. Gunduna? Meine süße Hirschkuh. Du hast ja gar nicht deine Beine rasiert. Das fühlt sich aber gut an. Und deine kleine Brust ist noch fester geworden. Wie bitte? Die gleiche Frage könnte ich dir stellen. Gerald? Hadi? Gundula. Rose? Wo ist meine Rose? Verdammt. Also doch der Herzinfarkt, ja? Nein, mein Fuß. Wo ist meine Rose? What's that noise? Sorry. Sorry, Reginald. Rose? Nein. Rose? Was machst du denn in dem Bett von dem schwarzen Mann? Der hat so eine schöne Haut. Ich wollte nur einmal anfassen. Ay, pero qué es todo este ruido, Reginaldo? Also doch seine Frau. Oder Freundin. Oder beides. Ach, ich glaube... Ich hab mir den Fuß gebrochen. Wie, du kommst nicht mit ins Krankenhaus? Aber Gerald, wie stellst du dir das denn bitte vor? In ein paar Stunden muss ich die Hochzeitstorte holen und die Blumengestecke. Dann muss ich die Hochzeitstafel decken. Und dann ist doch schon die Hochzeit. Gundula, ein unerkannter Bruch. Infektion, Blutvergiftung, Bein ab. Wenn ich Glück habe. Aber Gerald, du bist doch ein erwachsener Mann. Du schaffst das schon allein. Schau mal, Fähne. Jetzt fertig machen. Ja, Mutti. Mama, wo sind meine Schuhe? Gleich. Seien Sie ehrlich, wie schlimm ist es? Wie lange habe ich noch, mich von meinen Kindern zu verabschieden? Ihrem Cholesterinspiegel nachzuurteilen, würde ich mir nicht allzu viel Zeit lassen. Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Es ist bloß eine harmlose Fissur. Geben Sie dem Fuß etwas Ruhe, dann verschwindet sie von ganz allein. Werde ich jemals wieder gehen können? Ja, und zwar jetzt, da aus der Tür. Ein angebrochener Fuß schmerzt immer viel mehr als ein gebrochener. Das würde ich so nie attestieren. Was sind Sie überhaupt für eine Ärztin? Ich verlange eine zweite Meinung. Meine zweite Meinung ist... Regen Sie sich nicht so auf, bei Ihrem Blutdruck ganz schlecht fürs Herz. Und vielleicht lassen Sie zwischendurch einfach mal eine Mahlzeit aus. Gerald? Es ist schlimmer als befürchtet, Gundula. Eine Fissur tut viel mehr weh als ein gebrochener Fuß, hat die Ärztin selbst gesagt. Wann holst du mich dann ab? Ach, Gerald, nimm dir bitte ein Taxi. Wenn wir alle jetzt noch den Umweg übers Krankenhaus machen, dann kommen wir nie rechtzeitig. Aber ich kann doch in meinem Aufzug nicht zur Hochzeit meines Sohnes gehen. Pass auf, ich bring dir den Anzug einfach mit zum Standesamt und dann ziehst du dich vor Auto. Okay? So. Esto es muy chiquito, la idea es linda, pero mira, no pasa nada. Oh, man. Look at this. Wegen dem, da habe ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Haben die sich noch so lange gestritten? Ganz im Gegenteil. Was habe ich gesagt? Es wird die erste Hochzeit ohne Brautpaar. Was hast du denn da, Susanne? Wie ihr wisst, habe ich einen ganz, ganz heißen Draht zu den angesagtesten Designern. Und im Gegensatz zu dir, meine liebe Gundula, ist es mir nicht egal, wie mein Gerald rumläuft.
Diesen Konfirmandenanzug kannst du ruhig irgendwelchen Flüchtlingen spenden. Ricarda? Vergiss es. Entschuldigt, da sind wir endlich. Passen wir denn alle in die Limousine? Kennen die wir unbedingt mit dem Roller fahren? Ach, Rolfi, nein. Ich dachte, wir fahren wenigstens zusammen beim Standesamt vor. Rolfi? Yes, Sweetie? Bis gleich. Langsam habe ich das Gefühl, diese Candy will uns gar nicht kennenlernen. Das sieht doch. Ich finde die beiden so entzückend. Lieber Mofa fahren als mit der Luxuskarre. Ihr zieht es. Außerdem habe ich es im Magen. Mir ist schwindelig und es geht mir gar nicht gut. Hadi, ich soll mal Platz tauschen. Benimm dich doch mal, du bist ein ganz normaler Mensch. Du weißt, du musst immer in Fahrtrichtung sitzen. Könnt ihr bitte aufhören da vorne? Willst du neben ihm sitzen? Wann fährt man schon mal in sowas Edlem? Reggie, kann sich die Weißen aber eine Scheibe von abschneiden? Und das schreit doch förmlich nach Champagner. Tja, so ein kleines Schlückchen für einen Kreislauf. Jetzt aufhören! Alle beide! Mama, der rülpst! Und du stinkst, du fette Schnecke! Hadi, bitte, sei doch nicht so kühl zu mir. Du weißt, ich kann gar nicht gut damit umgehen. Du kannst damit nicht umgehen? Und wie soll ich damit umgehen, dass du mit dem schwarzen Mann geschlafen hast? Rosa, ich brauch Papier! Ja, gleich, Hadi. Wart mal, Rosi. Dir hätte ich ja vieles zugetraut, aber das nicht. Ich heiße Rose. Lenk nicht ab. Geh mir aus dem Weg, du würde ich ja gern, aber du bist so fett, du bist überall. Aufhören! Aufhören! Das ist der schönste Tag im Leben meines Sohnes. Und ich lasse nicht zu, dass ihr ihn vermasselt. Aus. Hi. Now what's happening? Dios mio, pobrecita. And ich kann nicht mehr. Wie ist denn jetzt hin? Standesamt ist doch die ganz andere Richtung. Mats, du musst jetzt ganz stark sein. Mama verlässt uns. Wegen dir. Das heißt, deinetwegen. Wegen dir. So, und jetzt. Au, 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 au. Hilft gar nichts. Wir gehen zu Fuß. Ilse, hier entlang. Ja, geht schon mal vor. Ich komm gleich nach. Hadi. Honestly, damn thing. Tenés tu teléfono, Reggie. What's your telephone? Who am I gonna telephone now? Nos tomamos un taxi. Baby, we're in Germany. Hadi. Ja, ich wollte dich halt eifersüchtig machen, weil ich wollte, dass du mich auch wieder begehrst und nicht nur deine Frau im Internet. Kannst du das verstehen? Wenn du Kapitel 4 über die weibliche Sexualität im Internet in meinem neuen Buch aufmerksam gelesen hättest, könntest du dir diese Frage jetzt selbst beantworten. Wenn du mit allem so gut Bescheid weißt, dann weißt du doch sicher auch, dass ich dein Wild Angel 26 bin. Du? Im Internet? Oh, das glaube ich jetzt nicht. Weißt du, alles, was du dem Wild Angel geschrieben hast, das hätte mir doch meinetwegen auch alles machen können. Ich bin doch da. Aus Fleisch und Blut. Oder zumindest war ich das. Was? Weil, Hadi, es ist aus.
Ich verlasse dich jetzt. Ach, Papa. Ich kann einfach nicht mehr. Jetzt reiß dich aber mal zusammen. Lass dir doch nicht alles von denen gefallen, würde dein Vater jetzt sagen. Woher weißt du denn, dass ich hier bin? Du bist früher auch immer erst zu deinem Papa gelaufen. Ja. Papa hatte immer für alles eine Lösung. Weißt du, ich musste schon lange ohne ihn klarkommen. Ihn pflegen. Ihm dabei zusehen, wie er alles um sich herum vergisst. Wie er mich vergisst. Aber weißt du, was das Schlimmste war? Zu sehen, wie er seine eigenen Kinder vergisst. Er fehlt. Schon lange. Ich muss langsam einsehen, dass das Leben ohne ihn weitergeht. Gundula, ich weiß, du hast es nicht einfach mit deiner Familie. Und auch mit mir. Aber wie du das alles aushältst, das könnte ich nicht. Nie. Und er hätte es auch nicht gekonnt. Papa hätte alle rausgeschmissen. Vielleicht hättest du es auch tun sollen. Und falls du mal wieder einen Rat brauchst, würde mich freuen, wenn du statt zu deinem Vater auch mal zu mir kämst. Ich lebe nämlich noch. Und es steht dich, mich dreckig zu machen. Gut, wir hatten 20 ausgemacht, dann stimmt das hier so. Oder? Keine Quittung. Aber. Gerald, wie geht's dir denn? Oh, wie siehst du denn aus? Was sagt der Arzt? Wo ist mein Anzug? Frag deine Mutter. Ja, auf die ist Verlass. Im Gegensatz zu deiner Frau. Was sagen denn die Ärzte? Es ist eine ganz schlimme Frisur. Es war eine rein sexuell wissenschaftliche Untersuchung. Keine Liebe. Und mit dir wollte ich mal Kinder kriegen. Angegossen. Wenn ich nicht deine Mutter wäre, ich würde mich sofort in dich verlieben. Das lass doch mal, Mutter. Bevor wir mit der Eheschließung beginnen, übergebe ich das Wort an den Onkel des Bräutigams, der aus seinem Werk vortragen wird. Über die weibliche Sexualität. Das wird ja immer besser hier. Ausschlaggebend für den Lustgewinn der Frau sind drei Faktoren. Ruhe, Geborgenheit und Vertrauen. Das sind die Grundwerte. Nicht nur für den weiblichen Orgasmus, sondern jeder glücklichen Beziehung. Denn Liebe entsteht im Kopf. Sie überwindet Kulturen, Hautfarben, Ressentiments. Doch die Liebe wird einem nicht geschenkt. Gerade in schwierigen Zeiten ist man gewillt, die Liebe wegzuwerfen, anstatt sich zu besinnen, was man an seinem Partner hat. In jeder Beziehung kommt man an diesen Punkt. Manche früher, manche später. Manche gar nicht. Aber eine gute Ehe braucht die Stärke ihrer Partner. Wieder zu entdecken, was man aneinander und nur aneinander hat. Und ihr, liebe Candy, liebe Rolfi, macht heute den ersten großen Schritt dafür.
indem ihr Ja zueinander sagt. Du hättest lauter reden müssen. Die haben mich doch überhaupt nicht verstanden. Ja. Gut. Bring was hinter uns. Hier sind die Dokumente. Hier ist der Stift. Und da kommt die Unterschrift hin. Jane? Yes? Daddy? Why, that's wonderful news. You must talk to Candy. I will never talk to him again. Not after what he did to me. Honey, stop being no. such a drama. Oh, my God, Father! You're ruining my life! Hagi, das klang gerade so, als hättest du uns geweint. Natürlich, Rose. Du bist so schön. Meine Liebe ist stärker als jeder Zorn. Kannst du mir noch mal verzeihen? Nur wenn du mir noch mal verzeihen kannst. Rose. Rolfi? Wo ist denn Rolfi? Rolfi? Rolfi! Was ist denn los? Warum läufst du denn weg? Mama? Ich glaube, ich schulde dir langsam mal eine Erklärung. Candy ist einfach wundervoll. Gut, manchmal kann sie auch anstrengend sein. Auch verwöhnt. Daddys Liebling halt. Und auch Reginald war immer nett zu mir. Weißt du, mit wem er die ganze Zeit telefoniert hat? Irgendwas wegen seiner Geschäfte. Er hat mit Jaden telefoniert. Dem Vater von Candys Baby. Was? Als ich Candy kennengelernt habe, war sie schon schwanger. Und sehr verletzt. Jaden wollte das Kind nicht. Und ich war so verliebt, ich wollte für sie da sein. Und für das Kind sorgen, als ob es mein eigenes wäre. Und auch wenn sie mich es halt nicht spüren lassen, wurde ich manchmal das Gefühl nicht los, dass ich hier ganz gelegen kam, um Jaden eins auszuwischen. Ach, Rolfi. Ich weiß doch auch nicht. Aber irgendwie mit euch und ihnen, es war irgendwie komisch. Und als ich da saß mit Kenny und Onkel Hardy über die Liebe gesprochen hat, dann habe ich gemerkt, es braucht schon verdammt viel Liebe, um unsere verrückte Familie auszuhalten. Groß. Mama. Was sollen wir denn jetzt noch feiern? Wenn wir schon Polterabend ohne Brautpaar feiern, können wir auch Hochzeit ohne Hochzeit feiern. Aber guck mal, unglücklich sehen die beiden nicht aus. Rafi, I'm so sorry. No, no, I'm happy for you. For you too. Thank you. Liebe Schumachers, Rolfi, Candy, kommt ihr mal bitte. Liebe Consuela, Gundula, es tut uns sorry, that no Hochzeit. Du musst lauter sprechen. Es tut uns sorry, that no Hochzeit. But es war nice to kennenlernen, you. Danke. Wir freuen uns auch, euch kennengelernt zu haben. Oh. Siehst du? Sag ich doch. Lauter sprechen. Ich war aus GI in Rammstein. Es tut mir leid for the trouble. Aber ich bin sehr happy, weil unsere Kinder happy sind. Gundula, Gerald, auf Rolfi könnt ihr sehr stolz sein. Ihr habt alles richtig gemacht. Und Candy, I spoiled you too much. Oh, Daddy. Ich habe sie viel zu sehr verwöhnt. Aber ich muss mich entschuldigen. Wir waren keine gute Gäste. Reginaldo, yo estuve ayudando la Gundula todo el tiempo en la cocina. Außer Consuela. Aber auch wenn es keine Hochzeit gibt, ist die Reise zu euch liebe, crazy family Bunshu hat es geschafft, was wir sonst nicht geschafft hätten. Zwei Menschen wieder zusammenzubringen. Now Jaden is the father. Aber auch wenn Rolfi der beste Vater geworden wäre, ist es immer schön, wenn ein Kind seine echte Vater hat. Und Rolfi, du wirkst nicht ganz unglücklich darüber.
Aber eins ist selbstverständlich. Du bist immer bei uns in L.A. willkommen. In Reginald. Und deine crazy family auch. Ich komm bestimmt. Danke, Reginald. Ja, ich muss mich auch entschuldigen für meine Familie. Hä, was soll denn das? Geh rein. Von wem sprichst du? Naja, gut, ja, ich kann mich selber da auch nicht so ganz ausnehmen. Manchmal, Gundula hätte ich mehr unterstützen können. Es tut mir leid für das ganze Durcheinander. Aber trotz der ganzen Verwirrungen, wenn am Ende alles gut wird, dann hat es sich gelohnt. Danke, ich hätte es nicht besser sagen können. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? And here's what she said to me. Vielen Dank, was für eine Stimme. Vielen Dank. Großartig. Das Buffet ist eröffnet. Hi, Rosa. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, ist hier von mir aus Kartoffelsalat, Tomatensalat. Ich freue mich, dass es euch schmeckt. Und eine gute Heimreise unserer neuen Freunde. Alles Gute. Kommt gut. Auch wenn die Hochzeit ausblieb, am Ende wurde es das, was wir uns gewünscht haben. Ein richtig schönes Sommerfest, das noch bis in die Morgenstunden. Das heißt, bis die Nachbarn wieder die Polizei gerufen haben. Als die Familie dann endlich weg war, konnte ich mich wieder darauf konzentrieren, worauf es im Leben ankommt. Meine Familie. Wir wussten, es würde einige Zeit dauern, bis wir alle wiedersehen. Haben wir jedenfalls gehofft. Doch nur ein paar Wochen später... Ich bin schwanger. Die Frage ist nur, von wem?